Okay. 25%, das ist nicht sonderlich viel. So, jetzt ist die Frage. Boah, das sind aber einige. So, Mind Control. 70, 70, 70. Soll ich mal mit dem mal probieren einfach? Komm, probieren das mal. Natürlich. Scheiße. Hat der jetzt aufgehört? Nee. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon. So, Utgardus. Moving to position. So, 73. Das machen wir mal als erstes. 9, das ist schon mal gar nicht schlecht. Und dann, ups, na komm. So, ja, das war natürlich ursprünglich mal anders geplant. So, 19, 55, 19, also für die K wird auch nicht besser mit der Zeit. Aha. Das heißt, da hat sich erstmal einen gefangen. Ist es jetzt besser mit dir vielleicht? 69. Nicht uninteressant. Entsprechend holen wir dich erstmal weg da. Gobo LP schicken wir mal da drüben hin. Jetzt Nizio. Ist die Frage, wie können wir... Ja, Run and Gun ist schon mal gut. Gut, dann ziehen wir mal dahin. Da wirst du ja wohl was sehen. Jawohl, tust du. Und du kannst... Ach ja, richtig. Du kannst ja wieder nicht vernünftig... Oh, das könnten wir aber machen. Das ist eigentlich eine geile Idee. Eins und zwei. Yes. Strike. So, dann haben wir nur noch einen. Noch den Ganoven. Ja, hau mal schön ab. Alter. Das ist aber ein kritischer Schaden, ey. 9. Gefällt mir gar nicht. So. Du könntest den jetzt mal versuchen wegzumindfrainen. Jawohl, das sieht gut aus. Dass du auch mal ein bisschen Übung kriegst, ne? Weißt du Bescheid. So, dann wirst du erstmal unseren Benny heilen. Nach wie vor einer der wichtigsten unserer Leute. Alter, das... Der hat echt nur knapp überlebt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Nizio. Nizio. Prinzesschen, was machen wir mit dir? Schicken wir dich da lang oder schicken wir dich oben lang? Ich würde dich gerne versuchen, oben lang zu schicken. Aber noch nicht ganz da lang, weil... Nicht, dass wir da schon irgendwelche Sachen aufdecken, die wir noch gar nicht sehen wollen. Wir haben noch nicht unsere beste Position gefunden. So, du gehst auf Overwatch. Freddy K. geht auf... Overwatch... Ja. Und du gehst auf... Ja, von da kannst du zwar nicht viel machen mit Overwatch, aber... Egal. So, jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir erstmal... Familia spielt...
hier rüberbringen. Der soll nämlich über die andere Seite kommen. Jetzt, wo er auch so schön geheilt ist und alles. Du stehst da gut. Lass mich mal nachladen. Mops, du kannst den guten Mann hier heilen. Mit dem kann man sicherlich noch irgendwas machen. Du kannst dann hier lang. Du lädst auch erstmal nach, bevor wir dich richtig positionieren. Ebenso du. Jedes Mal habe ich das Ready to Roll im Kopf. So, gib mir Blaubart. Solid copy, Commander. Gut, jetzt sind wir schon mal positioniert. Ups. What was that? Das gefällt mir nicht. Das ist nicht die Position, die ich mir erhoffe. So, jetzt schauen wir mal. Ist da unten irgendwas? Nee. Echt nicht? Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Ja, komm, dann geht noch eine Runde. Achso, Möpschen. Möpschen, du kannst eigentlich auch hier auf der Seite was reißen. Na. So. Ich finde das so lustig. Ich habe ja nun so ein Blocken im Auge, ne, von der Entzündung. Und das ist für meine Ärztin, für meine Augenärztin kein Grund, um mich krank zu schreiben. Ja, obwohl ich damit relativ große Schmerzen habe. Und als ich sagte, es tut mir leid, aber ich sitze den ganzen Tag am PC bei der Arbeit. Ich kann so nicht richtig, nicht vernünftig arbeiten. Zumindest nicht länger als 2 Stunden am Stück. Das ist jetzt auch mein Problem bei der Aufnahme. In einer Stunde oder zwei muss ich aufhören einfach, sonst wird das zu anstrengend. Da hat sie mir gesagt, ja gut, aber sie hören sich auch insgesamt erkältet an. Vielleicht gehen sie dann nochmal zu ihrem Hausarzt und machen das über den Weg. Ich so, ach so. Eine Erkältung oder eine raue Stimme sollen jetzt Grund genug sein, um mich irgendwie krank zu schreiben ewig. Aber mit so einem, mit Schmerzen im Auge kann man optische Arbeiten quasi permanent erledigen. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Also ich meine, ich habe jetzt in einer Woche wieder 3 Ärzte durch. Hausarzt, HNO-Arzt und Augenarzt. Und die haben alle ihre Macken. Ich meine, das kann nicht angehen, dass dieses System nicht funktioniert. Das kann nicht angehen, dass du es muss doch so sein. So ist doch das ganze System angelegt. Man geht zum Arzt, wenn man irgendeine Beschwerde hat. Sie guckt sich das an, macht vielleicht ihre 1-2 Tests und sucht dir dann zu helfen. Ja? Die Erfahrung, die ich jetzt aber wieder gemacht habe, spricht da eine völlig andere Sprache. Demnach geht man zum Arzt und wird erstmal sowieso pro forma wieder nach Hause geschickt. Ja, mit irgendeiner blöden Begründung. Ja, ich habe auch überhaupt keinen Bock darüber zu reden. Nein, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen will. Also, die hat irgendwie... Ich weiß nicht, ob sie keine Zeit hat oder ob das nicht wirtschaftlich genug ist, sich die Leute richtig anzugucken, aber die wirft so einen flüchtigen Blick und sagt dann, nee, machen Sie das und das. Die verschreibt nicht mal was, weil dafür muss sie vielleicht selbst bezahlen noch zum Teil und schickt dann einfach wieder nach Hause und sagt, wenn es nicht weggeht, quasi von alleine, müssen Sie nochmal einen anderen Arzt aufsuchen. Ja, perfekte Idee. So, beim nächsten Arzt, jetzt gehe ich mal hier hinten lang. Beim nächsten Arzt nimmt sich wenigstens mal die Zeit, um nachzusehen und, will dann aber auch nicht wirklich was verschreiben, sondern erstmal noch einen Arzt weiterschicken, weil man hat ja auch, keine Ahnung, vielleicht will sie nichts falsch machen oder so. Ach, ist vielleicht auch nicht fair. Ist vielleicht auch nicht fair, aber ich denke immer, wenn die allererste Ärztin, die vom Montag, mich mal vernünftig angesehen hätte und gleich gesehen hätte, dass es verdammt nochmal eine Entzündung ist, dann hätte ich wahrscheinlich gestern nicht meinen Wagen beim zweiten Arzt kaputt gefahren.
Gut, kaputt ist er ja nicht. Aha. So, hallo Jungs. Oh, Mind Control, das ist natürlich wenig. So, gib mir Benny. Jawohl. So habe ich mir das gedacht. So habe ich es mir gedacht. Potz. Jetzt kommst du schön angelaufen. Zehn Schaden ist noch gar nicht so viel, ne? Eigentlich. So, Gardus kann auch schon schießen, aber nur mit 47%. Oh, das ist eigentlich wurscht. Können wir das schon irgendwie machen. Jawohl. Dann kommen wir noch mal ein bisschen näher, Kollege. Und jetzt könntest du eigentlich den sogar schon mit Mindframe platt machen. Wie cool ist das denn? Tja, das war's mit dir. Berserker sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, Gobbo. Mops, du machst hier mal einen kleinen Schlag. Und du springst mal hier vorne hin. Oder sollte sich vielleicht. Sollte man den vielleicht auch über oben ziehen? Vielleicht gar keine so schlechte Idee, aber naja, beim nächsten Zug. Du bist auch über außen. Denn so müssen wir eigentlich das ganze Gebiet abgedeckt haben jetzt. So, ein Typi hängt da noch. Achso, der zeigt sich aber nicht. Da bisschen Angst hat er. Ach, da ist er ja. Tja, wer soll's machen? Macht das wieder Benny? Ach, warum nicht, oder? 100% auf die Distanz. Ist doch mal ganz ordentlich. Und Potz. Enemy destroyed. Ist schon geil, wie das so langsam auf ihn. Auch in der Zone, cool. Wie das so langsam auf ihn zufliegt. Aber so richtig was dagegen tun, also sich so zur Seite ducken oder so, kann er halt auch irgendwie nicht, ne? Ja. Hier weiter. That's affirmative. Roger, I've got my eyes on. Und ihr könnt eigentlich auch schon mal ein bisschen mehr, ein bisschen Strecke machen hier. Bisschen Fersengeld. Bisschen Dampf aufmachen. Der Flur scheint ja relativ frei zu sein. Eigentlich erwarte ich die ganze Zeit, dass wir noch einem Sektopoden begegnen. Naja, eigentlich denke ich mir, das kann nicht sein. Das hier nicht so. Immer noch kein Sektopode. Ups. Aber ein Berserker, der mir sehr nahe kommt. Das ist jetzt leicht problematisch. Tja, wo können wir Nizio jetzt mal hinstellen? Ich bin etwas überfragt. Wenn wir ihn hier hinstellen. Oder was ist, wenn wir einfach mal. Aber so, erstmal machen wir so. Dann stellen wir ihn hier irgendwo hin. So richtig mitten im Weg. Dass allerdings der Typ von hier oben ihn nicht treffen kann.
ohne zweimal zu, ohne zu marschieren. Und dann schießt vielleicht. Dann schießt vielleicht nicht nur er, wenn der hier runterspringt, sondern auch die beiden. Oh nein. Oh nein. Ach du Scheiße. Ja. Das ist super. Oh. Das ist cool. Dann holen wir den erstmal runter. Nee, holen wir nicht. Gut, du sprinte mal dahin. Und daraus hast du ein gutes Feld. So. Gut, Gardos, jetzt ist die Frage, hast du Wärmemunition? Hast du Wärmemunition? Nee, und du triffst auch nicht. Also, selbst wenn du sie hast, du triffst nicht.